Ich frage mich, wie der Typ zu Endurance gekommen ist, dieser Alex. Ich meine, wir haben immer Feinde und mega Kletterpartien und die gehen zu Fuß übers Wasser, oder was? Die müssen ja irgendeinen Geheimtrick haben. Ich muss mal denen fragen, wie die das machen. Ich werde hier angeschwulen. Nein, obwohl, das ist ja nicht schwulen, wenn Haji das macht. Ich werde hier aufgegeilt. Das wollt ihr doch nicht, oder? Dass ich im Partner über Sex rede? Nein, das wollt ihr nicht. Also sagt das Haji bitte. Was sagt die? Ihre Mutter? Hallo Mutter. Ich bin ihr größter Fan. Kann ich das dann nicht einfach da so machen? So. Doch, kann ich. Ich muss doch darüber, ne? Ist doch richtig, ne? 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 Nein, okay, ich hör auf. Hopp! Erreichen Sie das Wrack der Endurance. Wer will ich dabei? Keine Hektik, bitte. Kann ich darauf springen? Ja, kann ich. Da kann ich darüber, da hoch. Ach, hier ist die Truhe. Die können wir natürlich open. Und da ist gut drin. Jetzt können wir auch versteckte Items finden. Das heißt, wenn wir jetzt so gucken und sehen, aha, da unten sind Millionen Kisten. Das heißt, wir können jetzt im Prinzip hier runterspringen. Und die Kisten krallen, weil wir ja wissen, hier sind die. Zum Beispiel hier ist eine schöne, schöne Schatztruhe und da ist was drin. Und zwar. Oh mein Gott, ein ausgestopfter Hase. Das hat sich ja echt gelohnt. Sehen wir noch irgendwo was? Da unten wäre noch eine Truhe. Die wäre hier, ja. Da ist genau nochmal eine Truhe direkt darunter. Und dort ist. So etwas wurde von Schreibern am chinesischen Kaiserhof. Tintenkästchen? Ja, okay, wieso nicht? So, wie kommen wir jetzt wieder hier hoch? Ich glaube, da. Ich versuch's mal. Nö, es war ein Fehler. Und wir sind wieder irgendwo gegen geknallt. Ja, tot. Tot, tot, tot. Toto und Hari. Nein. Tomb Raider. Tomb Raider. Oh nein. Oh nein. Das war so fail. Und sofort schlägt sie sich den Kopf wieder auf. Waffen-Upgrades. Führen Sie im Lager mit Waffenteilen und gefundenem Bergungsgut coole Upgrades durch, um deinen Penis zu vergrößern. Oh. Gut zu wissen. Denn da vorne an der Lampe. Oh nein, ich bin runtergefallen. Ach, hier können wir hoch. Sehe ich jetzt erst. Kommen wir jetzt hier runter? Oh yeah. Oder auch nicht. Ah, geht doch. Ich dachte schon. So, ist da die Endurance irgendwo? Nö. Wir sollen erstmal hoch irgendwie. Moment, da ist Bergungsgut. Zack. Und was haben Sie gesagt? Was ist da oben los? Irgendeine Frau hat alle Gefangenen befreit. Und alle anderen umgelegt. Was? Was ist hier passiert? Kopfschusskiller. Ja, so nennen sie mich heutzutage. Sind da noch mehr Gegner? Ja, ne? Aber so auf die Schnelle sehe ich sie leider nicht. Dann wir mal hier die Leiter hoch. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht irgendwelchen Gegnern einfach so über den Weg stolpern. Sonst sind wir entdeckt worden. Und das ist nicht sehr positiv.
Und Aliop. Ist da oben jemand? Nö, ne? Nö. Da hinten muss ich hin. Okay, auf geht's. So, die sind erledigt. Nicht, dass jetzt noch mehr kommen, aber ich glaube nicht. Ja, dann gehen wir mal jetzt hier rüber. Ich glaube, hier ist wieder ein verstecktes Grab oder so. Oh, was haben wir hier denn? Wieder eine Truhe. Befleckte Jade-Kopfstütze. Aber Gräber mache ich jetzt nicht. Meinte ich ja schon mal. Aha. Da war da einfach einer. Mehr Gegner sehe ich eigentlich jetzt spontan nicht. Aber könnten immer mal welche irgendwo rumlungern. Man weiß ja nie. Ach, da ist was. Das klappt nicht. Moment, da muss ich rüber. Ach so, ja, sorry, hab schon gesehen. Fail war das. Geronimo! La. Ne, wir gehen nochmal hier hoch. Da war mit Bergungsgut. Teile gefunden, Bogen. Könnt ihr nochmal upgraden? Das wäre ja mal übelst. Bunker an der Klippe. Ich frage mich, wie der Typ zu Endurance gekommen ist, dieser Alex. Ich meine, wir haben immer Feinde. Und mega Kletterpartien. Und die gehen zu Fuß übers Wasser, oder was? Die müssen ja irgendeinen Geheimtrick haben. Ich muss mal denen fragen, wie die das machen. Die Endurance. Sie schlachten sie aus. La 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 la. Ach, Tomaten sind hier, oder was? Nehmen wir mal mit. Ne, ich muss da rüber, ne? Hopp, die schlachten den Durins aus. Das ist aber fies. Ist ja da hinten unser Schiff, ne? Wollte schon sagen. Musste das sein? Diese ganzen Bunker, das ist ja nichts für mich hier. Bunker. Nee, nee, nee. Alte Artillerie. Okay. So. Immer diese Geheimgänge. Das gibt's doch nicht. Kopfschusskiller. Aber wir haben letzte Woche schon alle Tragbaren raufgeschafft. Brauchen die ein scheiß Stadion und Flutlicht? Sei lieber ruhig, Bruder. So redet man nicht. Ruhig halten, wir ziehen ihn rauf. Was geht da oben im Palast wohl vor? Ja, das war's dann. Wir wurden entdeckt. Das war's dann mit dem Geheimsein. Willst du mich verarschen?
Hahaha. Nein, Dynamit! Ich heiße doch Dynamit. Kurz regenerieren, damit wir hier. So, Headshot gegeben. Leiche plündern. Von wo? Ich bin weggesprungen, ja. Ich war schon längst weg von der Explosion. Ihr Cheater. Alter, gehst du wohl kaputt? Headshot. Naja, es stand der andere im Weg. Ach komm. Jetzt reicht's wieder hier mit euch. Einfach mit dem Maschinengewehr. Ist doch viel leichter mit dem Maschinengewehr, oder? Ach nö, da ist einer mit dem Schild. Der mit dem Schild ist aber wieder tot. Ach, hier ist ein Buch. Erstmal Muni mitnehmen hier. Ganz viel Munition. Jetzt das Buch angucken. Feldbericht der Expedition. Unsere Küstenbasis wurde von unbekannten Kräften angegriffen. Wir vermuten, dass die Amerikaner hier sind und versuchen, unsere Operation zu sabotieren. Die Kommunikation auf der gesamten Insel ist gestört und wir haben schwere Verluste. Viele unserer Soldaten sind einfach verschwunden. Die verbliebenen Männer sind unterwegs zum Kloster, um die Kontrolle über die Wetterphänomene zu erlangen. Wir rechnen mit heftigem Widerstand unterwegs. Erbitte schnellstmögliche Verstärkung. Natürlich, so. Denn da oben auf der Lampe. Ah, Querungsgut. Ah ne, das war keine Granaten, waren das. Überall Muni. Hä, was ist das denn? Moment mal. Ich muss sicher da hoch. Schätze ich mal. Wäre irgendwie am logischsten. Das heißt, wir klettern jetzt mal darüber. Was uns mal gar nichts gebracht hat. Auch sehr schlau. Finde ich jetzt doof. Irgendwie raff ich es nicht. Moment. Ach, hier geht's lang. Moment. Ich hasse das, wenn die Lampen auf mich scheinen. Das ist voll ankotz. Kaboom. Granate! Na genau. Teile von Schrotflinte gefunden. Oh, nicht schon wieder Dynamit. Wir müssen auf jeden Fall noch die Leute hier plündern, bevor sie verschwinden. Bergungsgut, Bergungsgut, wir kriegen Bergungsgut. Nicht schon wieder. Oh. Geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Nein, 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 nein! Oh, wow, 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 ich lebe noch.
Hier schon wieder Granate. Oh, knapp. Immer diese Ninjas. Und schon wieder Dynamit. Oh. Ich gehe erstmal weiter, du. Da will ich nur Dynamit auf mich schießen, das geht ja mal gar nicht. So. Oder warum nicht? Sie fällt einfach mal komplett runter. Sie hat irgendwie Lust dazu oder so. Ich weiß nicht, wieso sie es gemacht hat. Sie wollte einfach mal komplett nochmal runterfallen. Doofe Kuh, ey. Los, jetzt aber hinauf. 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 Woher kommt denn die Granaten? Zu unserem lieben Freund da drüben. Du bist jetzt tot, ich hoffe ja. Damit er mich hier nicht mehr sexuell belästigen kann. Und nochmal hinauf. Und jetzt sollten wir unsere Ruhe haben. Normalerweise. Und dann hier rüber klettern können. Das schaffst du. Das schaffst du. Alter. Der hängt da immer fest. So. Einmal rum und. Och. Oh. Tada. Wir sind nach oben angekommen. Alex kann das, ne? Alex ist der Beste. Okay, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder zu. Let's play Tomb Raider. Und was ist da unten? Ich glaube nur ein Lagerfeuer, ne? Aber wir gehen mal zum Lagerfeuer. Nochmal das Buch schnappen und wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss. Völlig recht. Hier läuft eine gigantische Scheiße. Das natürliche Phänomen mit dem chaotischen Wetter. Die militärische Forschungsbasis. Eine Sonnenkönigin und ein verrückter Kult? Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich's für einen Riesenfake halten. Mit versteckten Fernsehkameras in den Bäumen. Aber ich muss zugeben, es jagt mir eine Höllenangst ein. Ich reiße zur Tarnung Witze darüber. Aber Reyes tritt mir deswegen sicher bald in den Arsch. Ich muss was Nützliches tun, bevor ich völlig durchdrehe. Ich wäre so gerne mehr wie Lara. Sie ist der Hammer. Nicht nur schlau, sie kann auch echt heftig austeilen. Und wenn sie mich bisher nicht bemerkt hat, passiert das jetzt auch nicht mehr. Außer ich mache etwas, das ihre Aufmerksamkeit erregt.